Initializing interface. Loading video protocol. Analyzing new game data. New threat found. Analyzing. Complete. Zombie threat detected. Switching to apocalypse mode. Initializing command interface. EBP shutting down. Wisst ihr, wie lange man warten muss, wenn man eine neue Welt, eine random generierte Welt bei 7 Days kreiert? Viel zu lange. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Heute das erste Mal in der Alpha 18. Ich freue mich sehr auf euch. Ja, ich habe eine neue Welt erstellt und meine Fresse, hat das alles ewig gedauert. Alle sind direkt in der Wüste gespawnt und hey, die Texturen sehen nicht ganz kacke aus. Ich bin schon erfreut. Ich freue mich jetzt schon. Das ist doch super geil, ja. Ich bin gespannt, wie sich die A18 spielt. Ich habe meine Einstellung hier relativ standardmäßig, was gleich auffällt. Ich meine, die Punch-Animierung hat sich geändert. Ja, und werde das jetzt einfach mal mit euch hier so ein bisschen erkunden. Gucken, was ist noch. Das klingt schon nicht gut. Finger weg von Löchern. Ja, also allein das sieht doch schon, also das Inventar ist, glaube ich, etwas größer gezogen. Oder ich bin es jetzt einfach von der Raven hier ist noch anders gewöhnt. Das kann tatsächlich sein. Ich brauche erstmal keinen Stuhl. Oh, ist bestimmt schön warm hier in der Wüste. Da mache ich auch mal den Ofen an. Ganz natürlich. Also auf jeden Fall sind die einfach nur größer gezogen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es besser finde. Ja, aber der Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall gegeben. Ja, schauen wir uns doch mal um. Irgendwas zum Hacken und Hauen wäre gut. Munition nehme ich aber auch. Och, geil. Gleich den Stun-Batten gefunden. Die erste neue Waffe. Aus dem neuen Update. Wie gut finde ich das denn? Rabebe, aufs Maul. Na jetzt, ich tue gleich mal einen Zombie treffen. Da ich Bock drauf. Also ich mag mich irren, aber ich meine, ich habe weniger Taskleisten-Slots, oder? Das war nochmal weit mehr. Also die Hotkey-Bar, die ist irgendwie gefühlt geschrumpft. Gleich mal ein paar Yukas. Ne, wir brauchen hier erstmal eine Axt, das geht also nicht weiter. Das hau den Scheiß kurz und klein. Und dann wird das schon. Bam, bam, bam. So, das sollte gleich auch schon reichen. Knüppel können wir uns ja sparen, zum Glück. Wir nehmen erstmal alles mit. Steine. Man gebe mir Steine. Oh, auch gleich Lockpicks. Oh, das gefällt mir tatsächlich besser. Haben wir gleich die ersten Neuerungen hier. Aus der A18 gezogen. Super gut. Ne, was ist das hier? Steel Tool Parts. Die sind definitiv auch neu. Scheinwerfer. Okay, eine Radkappe, die aber anscheinend eine Falle ist. Okay, wird nur als Radkappe übersetzt. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, ist eine Kleinigkeit. Und gleich eine Eisenspitzhacke. Ich gehe kaputt. Das läuft ja hier wieder in der Spiel. Die Dose Chili brauchen wir hier unten nicht. Kann ich das lesen? Nö. Notes from the Duke. Ich kann es nur zerlegen. Okay. Ah, ein bisschen story-driven. Ne, die erinnern mich daran, dass ich beim nächsten Mal vielleicht nicht so glimpflich davon komme.
Den können wir gleich mal wegschmeißen, den brauchen wir erstmal nicht. Und dann nehmen wir uns gleich mal die Hacke hier rein. Und dann kloppen wir uns ein... Ach, das sind die neuen Ressourcenvorkommen. Das dürfte entsprechend Eisen sein. Aber wir brauchen ein paar Steine. Ich will mein Hämmerchen haben. Komm. Na, Einstellung habe ich für die erste Aufnahme jetzt erstmal auf Krieger gelassen. Wow, hat ja fast gar nicht lange gedauert. Ich glaube, ich suche welche auf dem Boden. Geht wahrscheinlich schneller. Nicht wirklich. Das nervt jetzt schon. Und die wollen erstmal gleich, dass ich einen Schlafsack bastel, was mir eigentlich erstmal total wurscht ist. Ich kann mich immer ganz gern erstmal verteidigen. Und vor allem Sachen vernünftig ein bisschen abbauen. Kriege ich jetzt nochmal einen Stein? Ich bin noch ein Idiot, ey. Ich habe eine scheiß Spitzhacke. So. So, denn... Na nun, hat sich das geändert. Steinaxt. Mache ich jetzt auch Pflanzenfasern für. Okay, das ist neu. Und erinnert mich irgendwie an Ravenhearst. Ne, irgendwas brauchen wir schließlich auch, um den Scheiß zusammenzuklöppeln. So, und dann machen wir uns gleich einen Schlafsack fertig hier. So, und ein noch. Und dann jetzt den Schlafsack. Ich verzählt. So, jetzt. Oh, auch schön mit einer Kennzeichnung jetzt. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, bis jetzt bin ich doch positiv überrascht. Wir gucken mal gerade. Frames sind, naja. Also einen Boost sehe ich da jetzt nicht. Ne, das sind glatt, ungefähr glatt 60 FPS, aber das ist jetzt auch nicht der Überhammer. Na, muss gleich mal Freunde machen. Erster Treffer und Gleichblutungsschaden, das läuft. Komm her, du Sau. Ja, das lief doch schon mal super. Das lief doch richtig super. Halbtot, gleich am Anfang. Perfekt. Aber wir haben ein bisschen was zu fressen, wir haben ein bisschen Haut. Läuft doch. Ne? Wer geht auch ohne Waffe jagen? Ich bin noch reichlich dämlich. So, Schlafsack hat ja auch noch nicht passiert. Ich bin super dämlich. Machen wir einfach mal hier. Vogelnest. Und meine Dingskern geht mir auf den Sack. So, das erste hätten wir schon mal geschafft. Und da hinten sehen wir eine Stadt. Ich würde da ja direkt mal ein bisschen hingehen. So. Kriegst du nochmal eine Steinaxt? Wir zerlegen die hier nochmal. Zack, zack, fertig. Und ich würde vielleicht gucken, dass ich irgendwas finde, wo ich ein bisschen Loot rankriege. Oh, Schießpulver auch neu. Stofffetzen sehen jetzt auch weit schöner aus. Und ein bisschen Papier, ja, das ist relativ für den Arsch. Was war das? Achso, weil ich erkannt bin wahrscheinlich. Neuer Soundeffekt. Nett. Wir nehmen hier erstmal alles mit. Lockpicks sowieso gerne. Wir bleiben natürlich ein bisschen bewaffnet. Hä? Wo das her? Was ist das? Buntmetall. Oh, und dann erst der Zombie. Komm, kriegst dein Paar aufs Maul. Rabimmel. Ja, das ging flott. Das ging echt flott. Ich bin neugierig. Was kriege ich hier raus? Soll das Alu sein? So, gucken wir, was ist das? Ölschiefer ist das. Da kann ich noch gar nichts mit anfangen. Schmeißen wir das mal weg. Da scheißen wir gepflegt drauf. Aber ich meine, es war so, ja, hier kann man dann auch eine Mine bauen tatsächlich irgendwann. Wir markieren uns das hier mal einmal. Wegpunkt speichern. Symbol für Ressourcen wäre noch ganz cool. Was machen wir da? Ja, machen wir einfach so. Zack, Ölschiefer, fertig. Dass wir das für später haben. Ich wollte auf ewig eigentlich auch nicht in der Wüste bleiben. Da habe ich irgendwie so gar keinen Bock drauf. So, und dann Stärke. Skullcrusher, damit fangen wir mal an. Nanu? Kann ich das nicht lernen? Verfügbar. Ich habe keinen Punkt bekommen, trotz Level Up.
Okay. Dann eben nicht. Ficker. So. Zack. Ah ne, das war vorhin nur der Sound für eine erledigte Quest wahrscheinlich. Okay, ist ganz cool. Eine Power Attack lädt das Ding gleich vollständig auf. Das Teil gefällt mir. Bisschen wenig Schaden, aber sonst eigentlich ganz cool. So, irgendwas zum Schießen wäre schön. Bogen komme ich hier wahrscheinlich nicht weit. Einfach weil ich hier zu wenig Holz habe. Und ich wollte die Quest noch fix fertig machen. Zack. So, fix noch Hose fertig. Pflanzenfaserhemd und Pflanzenfaserhose. Schön, dass ich nicht mehr alles fertig machen muss. Das ist schon mal echt erfreulich. Zack, anlegen. Zack, anlegen. Holzknüppel brauchen wir erstmal noch nicht. Wir haben noch früh morgens, müssen wir uns noch keine Sorgen um die Nacht machen. Wobei das Holzchen da, glaube ich, ganz cool wäre. Ich habe hier gleich ein bisschen Schiss vor Viechern. Kann ich einen Holzknüppel bauen? So, dann ist das auch weg. So, den zerlegen wir gleich wieder. Wir sind erstmal noch besser ausgerüstet. Bogen und Pfeile. Na, kriegen wir ein bisschen Holz raus? Perfekt. Ist wahrscheinlich gerade die beste Quelle für Holz. So, Pflanzenfasern. Primitive Bow. Stimmt, es gibt eine Bogenklasse mehr jetzt. Da hätte ich schon fast nicht mehr dran gedacht. Das ist ein blödes Hühnchen. Das ist natürlich ganz cool. So. Ein paar Stofffetzen. Ich würde mir gerne Verbände. Was fehlt mir denn da? Was? New Journal Entry. Munitionstyp ändern. Blablabla. Achso, ja. Du hast nicht die nötigen Rohstoffe, um dies zu fertigen. Ich habe nicht genug Stofffetzen. Was ist denn hier los? So. Jetzt habe ich Stofffetzen. Und theoretisch müsste ich doch gleich die guten machen können, oder nicht? Ach nee, da brauche ich ja Aloe-Creme für. Zack. Stellen wir gleich mal her. Oh. Nur ein Bretterverschlag. Also das sieht aber jetzt gerade echt matschig aus. Was ist da mit der Tür passiert, ey? Zack. Eisen. Mach kaputt den Scheiß. So. Dann gucken wir doch mal. Den Bogen müssen wir fertig haben. Zack. Natürlich. So ein scheiß Scripted-Zombie, ey. Plock. Komm her. Zack. Geht ja daneben? Was ist denn hier los? Zack. Und gleich noch rein. So, und das kriegst du hier am Boden. So, hat sich das auch erledigt. Und jetzt würde ich gerne hier schleichend rein. Ihr Scheißviecher. Ne? Wollen die keinen wecken? Aber bis hierhin scheint erstmal alles grün zu sein. Der Mistkram auf dem Boden. Okay, umso besser. Können wir hier erstmal abgraben. Ja, ich bin noch voll gesättigt. Und kann mich hier erstmal in Ruhe umgucken. Empty Cans. Mehr Empty Cans. Gibt's hier nur Scheiße oder was? Alles geplündert schon. Lammration. Oh, was ist das denn? Grüne Farbe. Okay. Jetzt wahrscheinlich irgendwelche Scheiße einfärben. Stimmt, das hat sich ja auch geändert. Kaffeebohnensamen. Supercorn Seed. Achso, Rezept. Wir benutzen. Wow, super. Das ging fix. Das ging echt fix. Geil, Omatico.
Schwarze Farbe. Was bist du hier? Nix. Deko. Reine Deko. So. Der Ofen. Blaubeerenrezept. Sehr schön. Nutzen wir auch gleich. Wir lernen den ganzen Mist gleich. Painkiller machen wir erstmal mit rein. Die würde ich jetzt aber lieber nicht benutzen. Tragen. Das finde ich jetzt auch. Das haben sie irgendwie geändert. Das war vorher irgendwie verwirrend. Ja, jetzt ist gleich deutlich, okay, das Ding ist wesentlich besser in allen Belangen. Kann man das zerlegen? Aber die Texturen wirken alle noch ganz schön verwaschen, ey. Was ist denn hier los? Also eigentlich habe ich den Optionen also volle Lotte gestellt, aber schön ist anders. Das ist ein Haufen Matsch. Wir gucken hier nochmal rein. Quality. Ziemlich alles auf Ultra oder hoch. Können wir mal gucken, ob es am Blur liegt. Würde mich aber wundern. Nö, sieht doch so scheiße aus. Schade. Kann ich so wieder anstellen. So, alles volle Lotte. Weil wir das können. Und wir gucken uns weiter um. Leere Gläser, wie ich einfach auch. Schade, die ist kaputt. Mechanical Parts, geschmiedetes Eisen, ja. Also viele Sachen sehen wirklich wesentlich schöner aus. Einige sehen kacke aus. Ne, so wie. Na, was hatten wir hier? Irgendwas da vorne so scheiße aus. Was ist ja auch wurscht. So, jetzt schleichen wir mal wieder ein bisschen. Natürlich. Wenn ich hier hinten bin, kommst du vorbei. Zack. Komm her. Den Rest gibt's hier mit. Bam. Bounce. Zack, hat sich das auch erledigt. Penner. So, dann können wir nochmal im Badezimmer gucken. Was hier abgeht. Sewing Kit. Okay, das ist neu. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen. Wir gucken weiter. Ja, gut, alles bekannte Sachen. Mal sehen, was man neuerdings in Klos findet. Da ist tatsächlich ganz gerne mal Munition drin. Und das würde ich ja immer mit Freunden mitnehmen, ne? Okay, wo kommt das her? Wer will? Okay. Kein Überraschungszombie. Ah, aber das ist, was mir gefällt. Aber ich will hier erstmal eine Ruhe haben. Was ist hier los? Es scheint von draußen zu kommen. Oder ist es hier? Nö, das könnte auch hier sein. Ja. Hallo, Big Mama. Oh, du hast Kumpels mitgebracht. Das ist ja lieb von dir. Zack. Rösten will ich gleich mal. Wow, ist die schnell. Warum ist die so schnell? Und warum hast du so wenig Health? So, wir nehmen das einfach mal in Kauf. Plock. Das hat noch nicht viel gebracht. Man kann tatsächlich nicht mehr... Die haben mehr Reichweite gekriegt mit ihren Schlägen offensichtlich. Ah, da liegt sie schon. Und es gibt gleich Loot. Das gefällt mir doch. Na, Mäuschen? Ah! Fuck! Stirb! Stirb, habe ich gesagt! Geht doch! Und gleich ein Level ab. Denn das jetzt schon wieder hell. Da ist noch eine. Na gut. Oh, Dynamite! Dynamite versuchen wir gleich mal. Wieso joggst du auch? Was soll denn das? So, versuchen wir in der Zeit gleich mal das Dynamit auszurüsten. Zack. Hä?
Lauf, Jimbo! Wow, das hat geknallt. Okay, ich habe gerade echt die Zwischendurchnummer gesprintet. Ist ja auch interessant. Und gleich nochmal Loot. Jetzt kommst du aus allen Ecken gekrochen. Das ist irgendwie suboptimal gerade. Und ich habe gerade keinen Schlafsack zur Hand. Wo kam das denn jetzt her? Du warst das. Dreckiger Penner. Ich bin total überfüllt mal wieder. So, jetzt den schon mal erledigt. Ja, ich bin jetzt dezent erschöpft und halb tot. Gut. Ah, fuck, ey. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Kriegst jetzt auf die Mütze, du Sack. Und da kommt schon der nächste. Ich lock hier einen nach dem nächsten an. Mit meinem Krach. Das ist gerade irgendwie suboptimal. Ein bisschen Holz wäre gut, dass ich ein paar Pfeile machen könnte. Aber Pustekuchen. Hier scheint nichts. Weder Steine noch sonst irgendwas. Da kriegst du schnell nichts raus. Wie machen wir das? Ich glaube, ihn kriege ich noch kaputt. Oh, und ich bin dezent infiziert, sehe ich gerade. So, nehmen wir den schon mal. Komm her, dich kriegen wir auch noch klein. Schlurf, wie mit Schlurf. Was ist mit ihr da jetzt gerade passiert? Warum ist die gerade umgefallen? Boah, das Ding ist voll geil. Und nochmal Loot. Alter. Die Loot-Rate wurde aber hart erhöht. So, tauschen wir gleich mal aus hier. Shotgun Messiah. Ja, gönn die. Mehr Schaden mit Shotguns. Die nehmen wir auch gleich einmal ein, in der Hoffnung, dass die ein bisschen helfen. Ich befürchte, dass sie es nicht tun. Scheiß auf die Yucca-Frucht. Wie wäre ich denn jetzt die Infektion los? Character. Mild Infection. You've been a mild infection. Infection will get worse until treated by antibiotics. Okay. Wir brauchen Antibiotika. Nicht so gut. So, nachdem wir die Hütte hier jetzt freigeräumt haben, so ziemlich, kann ich mir jetzt erstmal erste Hilfeverbände bauen. Brauche ich den Perk für? Ich werde bekloppt. Scheiße. Was haben wir hier denn? Wasser und nix. Laundry. Ein paar Stofffetzen ist schon mal gut. Und bitte lass da Antibiotics drin sein. Forkbites. Nein. Bringt uns gerade beides nichts. Da werden wir uns fix mal auf die Suche machen müssen. Chemistry Stanken. Nix drin. Bookcase sind ja jetzt durchaus interessant. Ja, gut, Papier drauf geschissen. Und wenn ich mich gerade nicht verguckt habe. Ach nee, Worker Stuff. Und Passant Cars können wir mit beiden erstmal nichts anfangen. Pocket Storage, das ist eine feine Sache. Die können wir gerade gebrauchen. Aber wurscht. Wir richten uns jetzt hier erstmal häuslich ein. Nachdem wir ein bisschen aufgeräumt haben. Scheiße. Ich höre doch schon wieder was. Ich hatte hier doch geklärt, ey. Was ist denn hier los? Da kommt er. Die Sau. Alter, hat er mich gerade angesprungen? Was zur Hölle? Alter. Okay, das ist neu. Das ist neu. Aber nehme ich gerne so hin. Ja, dass ich so früh sterbe, hätte ich jetzt bei weitem nicht gedacht. Aber okay. Schlafsack lag ja, wir müssen ein bisschen laufen, aber das ist halb so wild, den können wir nicht mehr mitnehmen. Und rennen dann einmal zu unserem Rucksack. Ich wollte gerade sagen. Eier und Federn können wir gut gebrauchen. Wäre schön, wenn wir uns nochmal wieder ein paar Pfeile herstellen könnten. Gut, ich glaube, den Perk brauchen wir damals auch schon.
Für die Dings hin. Für die Verbände. Ich hätte vorhin einfach Aloe-Creme nehmen können. Die selbst halt ja auch. So, da denkt man, hat die Scheißhütte geklärt und am Arsch, ey. Next Gate. Kann ich den schon bauen? Ja. Oh, ich war eingestellt, dass ich das Inventar gar nicht ganz verliere. Das ist ja herrlich. Das ist ja schon mal beruhigend. So, wie geht denn das jetzt? Ah, mit R tatsächlich. Ich hier das Baumenü. Das ist doch ganz cool. So, wie ich das jetzt will. Wie geht das dann? Okay, einfach R rein. Und es geht wieder raus. Na gut. Ja, funktioniert, würde ich sagen. Ne? Das ist doch schon mal erfreulich. Dann werde ich den wahrscheinlich gleich mit der Pickaxe ein paar auf die Fresse hauen. Blöder Wichser. Oh, und sehe ich das richtig? Ist da gleich ein Händler? Das ist ja genial. Das läuft. Den Hund lassen wir in Ruhe. Den wollen wir nicht. Wir müssen uns das Ganze nicht schwerer machen, als es gerade sowieso schon ist. Ich bin aber auch blöd. Ich bin in einem Kammbad bis zum Umfallen. Ich lege mich immer noch mit denen an. So. Dann machen wir das wie. Da will ich erstmal nicht hin. Da kommen wahrscheinlich gleich wieder welche raus. Mit Barrel. Das weg, das weg. Wohl. Das brauchen wir. So. Wo macht der hier Krach? Da ist er. Der Penner. Weh, du springst mich wieder an, du Assi. Ah, wieder irgendwo hängen geblieben, ey. Out of Stamina, wie ich's hasse. Hallo, Katzen. So. Jetzt stirb, du Penner. Ja, natürlich, gleich Blut. Alter! Kann da nicht angehen. Ich muss die Sachen jetzt mal loswerden. Ich komme hier keinen Schritt weiter. Was macht ihr denn hier? Scheißkatzen. Geh mir nicht auf den Sack. Ja, ich hab dich auch gehört. Ich bin noch nicht mal ganz da und der kommt schon wieder angeschissen. Aber gut. Nehmen wir gleich wieder auf. So. Dann hau ich dir eine rein. Dreckiger Wichser. So. Gut, und jetzt legen wir hier erstmal ein bisschen was ab. Das geht ja so nicht weiter. So, den ganzen Scheiß hier weg. Wenn man sich hier kaum bewegen kann, kommt man echt nicht weit. So. Dann holen wir unseren Rucksack wieder. Wo auch immer der jetzt liegt. Hier. Oh, wo habe ich denn hier einen Vorschlaghammer her? Den habe ich da vorne noch nicht. Oh gut. Nehmen wir. Wo kam die Eisenspitzhacke her? Manchmal ist strange. So, aber eigentlich ist mir das hier viel zu verworren, um hier meine erste Arbeit Dings zu machen. Meine erste Base. Also die nehme ich, ja, draußen schon Hund. Super. So, Military Armor Parts. Ja, nice. Amboss. Rebel Framework. Okay. Motor und noch mehr Lockpicks. Gucken wir dann mal, was wir hier finden. Zack, zack, zack. Oh, mit dem Vorschlaghammer ging das schneller, ne? Zack. 12 Repair Kits. Na, leck mich fett. Hunting Messer und Workbench Schematic. Okay. Brauche ich dafür jetzt. Okay, das ist ja krass. Das hat sich ja massiv geändert dann. Gut, aber nichtsdestotrotz legen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Stuff ab, ohne darauf zu achten. Oh, Eisenschaufel habe ich irgendwo auch schon aufgenommen. Das ist auch ein Schematic. Okay. Ja, wir nennen das gerne.
hoffe zumindest, dass ich so auch lerne. So, ich habe die Eisenhacke, ich habe einen Vorschlaghammer, das Messer brauche ich nicht unbedingt. Bin jetzt auf jeden Fall schon mal nicht encumbered. Ja, diese Near-Death-Perk wurde irgendwie ja auch entfernt. Finde ich ja grundsätzlich erstmal angenehm. So. Doggy-Doo. Ich sehe deine Hundehütte. Und vielleicht sehe ich dich und dann mache ich dich nackig. Komm ran auf den Meter. Wo bist du? Du Assi. Komm her. Da ist er. Das hat gesessen. Jo, hängst du fest, wa? Zack, bist du auch ein bisschen tot. Das tut mir ja in der Seele weh. Okay, ja gut, jetzt hätte ich das Messer gebrauchen können, aber scheißegal. Ach, ich sollte immer noch diesen Woodframe platzieren, aber gut, dann machen wir das jetzt erstmal. Zack, zack, zack. Hier. Sei glücklich, Spiel. Ups. Natürlich habe ich jetzt kein Holz mehr. Gib mir Holz. Geht doch. Dafür habe ich nicht genug Holz. Ärgerlicher Scheiß. Lass. Zack. So. Bauen wir gleich wieder ab, den Scheiß. Und sammeln den Frame wieder ein. Mach doch... Oh, kann man nicht mehr. Schade. So. Brennendes Fass kann man auch nicht mehr einsammeln. Jetzt wird es aber langsam doch etwas später und ich hätte ganz gerne eine Unterkunft. Und will hier eigentlich nicht bleiben. Ich will irgendwas mit einem Flachdach. Aber wir räumen noch fertig auf. Natürlich ist es gleich Epic Daddy. Da teilt er einfach nochmal aus, ey, während er gestunt ist. Ich glaube, der ist ein bisschen aufgeregt. Habe ich so ein Gefühl. Wow. Irgendwo hänge ich da fest. Jetzt. Oh, ich glaube es nicht, ey. Stamina. Komm her, du dicker, fetter Brocken. So. Erledigt, Drecksack. Ist auch nochmal auf. Gute Frage, oder? Oh, guck mal. Der Motorblock sieht besser aus. Und eine intakte Workbench. Ich bleib doch hier. Mehr geht nicht. Mehr geht für den Anfang nicht. Und da oben haben wir auch noch was. Sehr schön. Oh, ist das Geräusch endlich weg. Das kann dezent nerven, wenn man nicht mehr im Kampf ist. Was ich mich frage, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Ja, ist das aus. So, und noch mehr Reparaturkits. Und einen Schraubenschlüssel. Das klingt doch alles erstmal ganz gut. Okay. So, jetzt sammeln wir nochmal fix ein paar Steine, damit das Spiel glücklich ist und ich die Fähigkeitspunkte vom Tutorial kriege. Was ist das hier? Ist doch. Ist das Stein? Nee, das ist Eisen, oder? Ja. Ah, ich hasse Kakteen. Ich habe sie immer gehasst, ey. Ich bin in der Wüste. Kannst dir nicht mal vernünftigen Stein geben. Oh, hier sind echt viele Ressourcen rundherum. Das ist eigentlich ganz cool. So, machen wir erstmal ein Feuer. Sehe ich das richtig? Der Händler ist nicht mehr rundherum bewacht. Mit so einem Schutzzaun. Das ist ja auch interessant. Da gucken wir gleich mal rein. Erstmal machen wir hier. Zack, Feuerchen. Mache ein Lagerfeuer.
Gute Arbeit, ihr Lieben. Du hast bewiesen, dass eine Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von Red River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du Waren kaufen und verkaufen kannst. Und du kannst Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen. Ja, friedlich. Glaub da selber nicht. Und trotzdem habe ich hier weniger Slots. Da hat doch früher viel mehr reingepasst, oder was? Birdie, blöd. So, und wahrscheinlich... Nee, was ist denn das? Ja, Red River. So direkt hier, oder was? So, man halte mich für blöd, aber... Gucken wir mal rein, ich kann mir nicht vorstellen. Ne, definitiv nicht. Definitiv nicht. Aber so eine Fire Station könnte ich mir schon eher gefallen lassen. Als nächtliche Heimat. Kann ich mich oben ein bisschen raufstellen, kann ein bisschen runterschießen. Ist aus Backstein vernünftig. Ich glaube, das nehme ich. Wir räumen hier mal auf. Rabimmel in die Fresse rein. So, komm her. Also erzähl mir einer, was er will, ne? Aber die sind definitiv schneller geworden. Rabimmel, Alter. Der Head-Damage ist geil von dem Ding. Das macht Spaß von dem Markt. Das verbessern wir auch gleich nochmal. Komm mit Perks. Skullcrusher. Kann ich das? Muss ich erst in Stärke? Wie mache ich denn das jetzt? Verfügbare Punkte 6. Aber ich kann hier nirgendwo was reinstecken. Wie haben wir denn das jetzt geregelt? Bin ich doof? Ein Punkt. Ah, jetzt muss ich da hinten raufdrücken. Naja, gut. So, das haben wir doch schon mal. Pommelpiet. Nee, das brauchen wir erstmal nicht. Sexual Tyrannosaurus werden wir auf jeden Fall nehmen. Stamina Use reduzieren. Pack Mule machen wir auch gleich. Und bisschen Intellekt. Low Voltage, okay. Learn how to stun patterns more effectively, okay. 20% länger gestunt, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Was brauche ich denn dafür? Intellekt 4. Damit fangen wir. Da arbeiten wir mal direkt drauf hin. So. Brauchen wir noch ein Level und dann können wir auf jeden Fall gleich Healing Packs bauen. Das ist mir persönlich ja immer ganz wichtig. Ne? Kommt hier einer? Ne. Kommt hier einer? Auch nicht. Das ist ja furchtbar angenehm. Mach kaputt! Irgendwas macht hier Krach. Ich glaube, das kam von oben. Rücken im Blick behalten. Von wo kommt das? Da ist auch ein Hund bei. Okay, da haben wir erstmal die. Alter. So, gucken wir, dass wir uns ein bisschen Platz schaffen. Zack, der müsste auch weg sein. Reduzieren wir doch mal die Gegnerzahl ein bisschen. Also, der Vorschlaghammer macht ja schon irgendwie ein bisschen Spaß. Rabimmel. Ich treffe zwar nicht das, was ich treffen will. Rabimmel, ey. Geiles Teil. Ich fand den ja sonst immer ganz schön scheiße, weil so lame. Oh, die scheinen sich jetzt auch gegenseitig zu schaden, was ich erstmal ganz angenehm finde. Hier aber auch ein Pulken, ihr mit der, meine Fresse.
So, der ist auch hin. Der auch. Was? Wieso stirbst du nicht? So. Ruhe. So schnell kann's gehen. Ich hatte ein bisschen Spaß dran. Das war gut. Das hat Spaß gemacht. Mit Keller sogar. Geilo. Ja, hier gefällt mir das. Jetzt ziehe ich einen neuen Boden rein und dann wird das doch erstmal mein Headquarter. Na, da kommt nochmal ein Rudel. Zack. Boah, eine Power Attack und der liegt, ey. Meine Fresse. Ich glaube nicht, dass das ein Crit war. Na gut, Wegfindung ist immer noch scheiße. Wow! Alter, du blöde Schlampe. Bist du noch ganz dicht? Oh shit. Die legen echt immer so kleine Zwischensprints ein. Das ist ja interessant. Das ist definitiv neu. Alter, kannst du die jetzt mal treffen? Sowas hasse ich ja wie die Pest. Rabemmel. So, Ruhe. Und das Flackern da hinten? Finde ich ein bisschen unschön. Seht ihr das? Am Berg? Flacker, flacker, flacker. Aber gut. Da leben wir einfach mal mit. So, ist jetzt Ruhe hier. Darf ich mich jetzt entspannen? In meinem neuen Zuhause. Tütüdü, tütüdü. Ja, sieht doch ganz ruhig aus. Gucken wir hier nochmal. Den Rucksack nehmen wir mit. Einfach mal aus Spaß und erfreut. Rums. Boah, ich glaube, ich baue mir nachher einen richtig schönen Vorschlaghammer. Das gefällt mir. Wo ich meine Feuerwehr-Axt wahrscheinlich vermissen werde. Rabibbel. So. Will hier noch jemand was? Juhu. Kommt auch nichts. Was ist denn hier los? Ach, endlich eine Knarre. Ich werd verrückt. Sogar mit ein bisschen Mumpeln. Das ja, ey. Wo kommt das jetzt her? Okay, ich vermute mal hier. Ja. Ja. Ja, definitiv. Aber das finde ich auch ganz cool unten links, dass man jetzt sehen kann tatsächlich, mit wie vielen Gegenständen man überladen ist. So, den Rest lasse ich die mal erledigen. Und dann gibt es einfach direkt instant ein paar aufs Maul. Na komm. Und man lehnt da sogar so ein bisschen gegen. Das ist ganz cool. Also ein paar neue Animationen haben wir ja drin. Ne? Es ist etwas schicker geworden. Na los, hau kaputt. Und dann gibt's aufs Maul. Komm. Ein noch. Noch rein. Komm, put, put, put. Komm, put, put. Ja, und jetzt. Dafür hast du dich da durchgekloppt, du Vollidiot, ey. Ach ja, und damit gleich ein Level ab. Ja, was will man mehr? Was will man mehr für cooles Wildbret? Jo, wir haben Hunger. Nehmen wir mit. Und Kohlebrocken. Kohle ist immer gut. So, Hinterhof. Sieht auch ganz gut aus soweit. Oh, guck mal, hier wäre ich auch reingekommen. Das ist ja schön. So, das Ganze werden wir ein bisschen entkernen müssen. Aber so von der Sache her ist es doch erstmal ganz schicki hier. Ein paar Unterstellmöglichkeiten haben wir. Ein paar mehr wären besser. Cowboy Boots, na endlich. Zack, Muscle Shirt. Echt jetzt? Das ist so viel besser? Na gut, machen wir so. Denimhose ist, ja... Eigentlich brauche ich gerade eher die Heat Resist, ne? Ja, wir nehmen die. Schöne, roter Overall, Junge. Ja, und den Rest zerlegen wir einfach mal. Zap, zap.
Dann würde ich sagen, holen wir doch mal eiskalt unsere Sachen. Was ist denn hier schon wieder für ein Krach? Katzen, ey. Alle eine Macke. Die Hunde haben eine Macke. Die Katzen haben eine Macke. Alle nicht ganz dicht hier im Haushalt. Kriegst echt ein zu viel. So. Nitratpulver. Das gefällt mir auch besser. So. Dann holen wir doch mal. Was lassen wir jetzt erstmal hier? Die Unterstellmöglichkeiten ist echt mau. Ich glaube, den Scheiß nehmen wir zuerst weg. Das ist unsere Küche. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Bretter. Genau. Läuft. Dann richten wir uns hier schick ein. Und in dem anderen Haus haben wir noch den Tresor vergessen. Ne? Fällt mir gerade mal so ein. Aber wir brauchen erstmal einen Unterschlupf. Der Tag schreitet voran. Was ist das hier? Ein PC. Ja, kloppen wir klein, ne? Was ist das denn, was ich da jetzt kriege? 3, 4 Stück von. Da muss ich da erstmal gucken. So, was bist du denn? Ah, Plastik. Den nehmen wir mal auf. Und das. Oh. Reparieren wir. Das alles? Achso, ich habe wahrscheinlich nicht genug Material. Oh, da ist noch was drin. Zack. Und da liegt auch noch was versteckt. Läuft. So, dann bauen wir uns erstmal gleich ein paar Holzverschläge hier hin. Geld und Munition. Auch klein den Scheiß. Und das hier. Zack, neue Spitzhacke. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal unsere Sachen ein bisschen sammeln. Nee, ich wollte ja eigentlich nicht ewig bleiben. Weil so geil ist dann auch nicht hier. Aber ich habe schon wieder so viel Scheiße zusammengesammelt. Zack. Dass das hier sonst alles viel zu lange dauern würde. So. Ich brauche mehr Holz. Komm, Minion. Wir gehen jetzt Holz hacken. Ja, 3 Truhen sollten jetzt mal reichen, ne? Ich glaube, 16 stand da gerade, brauche ich jetzt. Wahrscheinlich habe ich auch. Ne, brauche ich Steine. So. Legen hier noch irgendwo Steine rum. Da hinten. Ein ganz dicker. Den nehmen wir. Wahrscheinlich locke ich auf dem Weg wieder 5000 Zombies an. So. Hol ich gleich genug, dass ich gleich nochmal ein Feuer bauen kann. So. Repariere das mal. Zack. Und dann holen wir nochmal Holz. Dann haben wir doch erstmal einen ganz guten Ausgangspunkt geschaffen. Zack, zack, zack. Und ich habe 2 irgendwas gefunden, die nicht angezeigt werden. Ach, die sind vom Mod, die ich noch drin habe. Ja, scheiß drauf, will ich nicht. Kann ich hier im Dreck versauern. So, bauen wir da noch welche von. Dann richten wir uns erstmal ein. Da kann ich auch nichts aufbewahren, also weg den Scheiß. So. Wo sind die blöden Truhen? Da sind sie. Zack. Ach. Ich habe einfach noch Empyreon drin. Wieder einmal. So. Machen wir die nochmal klein. Und dann passt das schon. Ja, gut. Hä? Achso, ich habe nur das Schloss geknackt. Scheiß. Zack. So. Machen wir mal wieder eine fertig. Aus Prinzip eigentlich.
Ne? Weil sonst hier mein Ästhetikempfinden wieder massiv gestört würde. So, was machen wir hier hin? Hier machen wir erstmal Nahrungsmittelscheiße. Alles Wasser. Hier rein damit. Aloe Vera, Goldrutentee können wir eigentlich gleich mal trinken. Gönn dir. Rüber damit. Das nehmen wir auseinander. So, das kann hier auch erstmal her. Heilzeug kommt hier auch hin. Bürostuhl brauche ich erstmal nicht. So, dann könnte ich mir erstmal Verbände craften. Bevor ich hier wieder elendig für Blute die ganze Zeit. Zack. Und dann machen wir hier ganz links noch Metalle rein. Eisen. Eisenbruchstücke. Okay. Ne, Reparaturkit machen wir hier nicht hin. Steine kommen da auch hin. Die Schmiede des Eisen gehen da von mir aus auch rein. Mechanical Parts, alles was mit Metall zu tun hat. Lockpicks nicht unbedingt. Und ein paar Stofffetzen, die sind erstmal egal. Ja, wir brauchen da alles was zum Bauen ist, kommt da rein. Fertig. Die können wir zerlegen. Ja, komm. Was soll der Geiz? Zu essen. Zack, rüber damit. Searing Kit. Glaskrüge mache ich zu den Getränken. Oh, kommt der hier? Ja, wird gleich zerlegt. Fertig. Papier. Das zerlegen wir auch. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Scrap Polymers. Nitratpulver mache ich aber. Ach, scheiß drauf, kommt hier auch erstmal rein. So. Farbe. Was haben wir hier? Modify. Cosmetic. Zack, zack. Und schwarzen Hammer. Und hier so ein Jagdbogen. Aber auch gleich. Zack. Und einen grünen Jagdbogen. Läuft. Abschließen. Tutti. So. Was muss denn hier noch weg? Die Stoffhetzen können jetzt mal rein. Das wird eine extra Waffenkiste. Papier. Und hier Sachen zum Bauen. Wird es doch schon mal besser. Kommt alles zur Waffenkiste. Das kommt zu den Nahrungsmitteln gleich. Dann haben wir den Scheiß ja schon mal halbwegs sortiert. Dann holen wir mal den Rest, würde ich sagen. Einmal durchladen. Und dann schauen wir doch mal. Nimm mit, was du tragen kannst. Hier habe ich doch Geld gerade gesehen. Zählig den Scheiß. Hier auch alles mitnehmen. Da ist nichts mehr drin. Leer. Leer, 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 leer. So, und dann war doch hier irgendwo ein Tresor. Wo war der denn? Da! Die Sau. Komm ich da ran? Rabbimmel. Ach ja, das dauert so schön lange. Herrlich. Aber es lohnt sich einfach jedes Mal. Also, mach mal, ne? Wir sind ja gierig. Und wie die Raben. Und nehmen alles, was man kriegen kann. Bin schon wieder hart überladen, aber diesmal habe ich wenigstens eine Knarre. Von daher. Habe ich hier nicht schon. Nee, ich habe keine Fertigkeitspunkte mehr. Sonst hätte ich mal fix auf Mining Tools und sowas was geskillt. Rubbimmel, Rubbimmel. So, die Hälfte wäre geschafft. Ja. Ich müsste eigentlich diese langweiligen Phasen mit ein bisschen Gebrubbel über der Brücken, aber ich habe einfach nichts zu erzählen, weil ich so ein langweiliges Leben habe. Nein, ich darf einfach das meiste nicht erzählen. Das ist tatsächlich problematisch. Aber müsst ihr halt gucken, wie ich dämlich mit einer Axt gegen den Tresor boller, damit er dann aufgeht, weil die Zahlen kleiner geworden sind.
Das mache ich jetzt. Das war es dann auch fast mit der Pickaxe. So. Ernsthaft. Ach komm, leck mich, ey. Scheiß. Das war ja wohl mal voll für den Arsch. Mhm. Oh, schön. Hatte ich noch nicht. So wie. Oh, eine Taschenlampe finde ich gut. Das kannst du mal gepflegt zerlegen. So, haben wir noch irgendwas nicht durchsucht hier? Ja, Duke-Schick aus. Die Workstation haben wir jetzt eigentlich hier um die Ecke. Das heißt, selbst wenn wir dringend was brauchen, ist es nicht so wild, so weit muss ich nicht laufen. Noch ein Schraubenschlüssel, das lasse ich mir gefallen. Was haben wir hier? Reinforced Chest. Oha! Magnum Enforcer, eines der neuen Bücher. Take 5% less damage when wearing a suit. Ja, nehme ich doch. Wasteland Treasures, Doorknobs. Did you know that many Doorknobs are parts like hinge are made of brass? Bullet casing are made from brass. Learn how to harvest brass from doors and never run out of bullets again. Okay, das ist cool. Eine doppelläufige Shotgun, ein paar Goldnuggets, ein Jagdmesser. Ich schon wieder nicht alles mit hier. Lederbeinschienen, die lege ich aber gleich mal an. Kann ich die reparieren? Ja, ein Repair Kit, sehr schön. Kein Platz im Inventar. So, und tragen. Kriegen wir das schon mal wieder mit? Die würde ich wahrscheinlich auch gleich mal anlegen. Scheiß auf Cowboy Boots. Schickes Armorator. Ja, also. Das nehmen wir in Kauf. Und dann bringen wir den Scheiß erstmal rüber. Den Rest holen wir gleich ab. Ob ich jetzt die Shotgun da habe oder nicht, ist glaube ich auch gut gesprungen. Her. Plock. Was ist denn eigentlich? Kann ich schon wieder ins Bauen? Nee, fehlt ein bisschen Stein. Das holen wir fix von. Hier. Und dann bauen wir doch schon mal eins. Können wir uns dann gleich hinlegen. Dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu essen machen. Und dann sind wir doch für die erste Nacht eigentlich schon so ganz gut gerüstet. Da bin ich tatsächlich ein bisschen gespannt, ne? So, wo ist es denn? Lagerfeuer. Zack. Das gefällt mir so erstmal gar nicht. Ich brauche mein obligatorisches, ich begrüße euch von einer Feuerstelle. Feuerdings. Machen wir nachher da hin. Ernsthaft? Block. Hä? Da wird Bruchsand draus. Na gut. Das ist dann wohl so. Egal. So, was haben wir denn hier gefunden? Ein bisschen Saft, ein bisschen Tee. Alles, was irgendwie zu essen gehört, kommt hier auch rein. Vitamine, Schmerzmittel, Ölig, Knochen können hier rein. Essen das auch erstmal. Und dann haben wir schon fast alles. Lederstiefel. Warum trage ich die nicht? Oh. Habe ich schon mal gefunden gehabt. Na gut. Ja, hier sind Waffen. Jetzt sind das vorerst erstmal Waffen und Werkzeuge. Zum Upgrade-Stuff hier. Rap-Kits können hier eigentlich auch erstmal hin. Zack. Bisschen ordnen wenigstens nach Klamotten und nach anderem Scheiß. Halt hier die Fittings. Und der Rest ist Crafting-Scheiße. Zack, zack. Das nicht. Rad ist eine Mine. Halt, die Lockpicks nehmen wir auch mit. Weg, 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 weg. Oh, eine Eisenschaufel, die habe ich auch noch. Das kriege ich auch nicht mehr rein. Das passt da alles hin und vorne nicht. Ich habe hier jetzt wenig Platz. Scheiß, noch eins. Und ich will den Sledgehammer hier haben. Die Waffe als letztes Mittel erstmal. Dann kommt die Schaufel hier noch rein. Dann sieht das doch gar nicht schlecht aus.
So, Motor, das ist zum Bauen. Öl kann hier rein. Kohlen sind mir eigentlich auch scheißegal. Und daraus machen wir jetzt erstmal noch ein paar Verbände. So, ihr kommt hier noch hin. Das hält unter Waffe. Schießpulver. Damit hin. Stofffetzen können wir von mir aus auch erstmal rein. Ja, hier ist der Baukram. Waffe. Munition. Werkzeug. Das ist die einzige, die ich da habe. Dann nehme ich die mit. Ja, Amboss brauchen wir nachher gleich in der Forge, ne? Ja, komm. Ach, das ist Rezept. Oh. Benutzen. Daran muss ich mich jetzt mal gewöhnen, dass ich den ganzen Scheiß finden muss zum Lernen. Das wird ja noch interessant. So, halt. Die beiden. Schon Topf gefunden? Nö. Aber ich habe auch gerade kein Feuer. Holen wir doch nochmal Stein. Stein. Hallo Stein. Da ist Stein. Zack. Man kriegt auch nicht mehr so unglaublich viel Erfahrung durch Steine kloppen. Das war ja schon fast lächerlich in der A17, wie viel man da auf einmal gekriegt hat. Also tatsächlich fände ich so ein paar verbesserte Kochstellen oder sowas immer noch geil, wenn man das darüber auch so ein bisschen regeln könnte, was man zubereiten kann und was nicht. So, kannst du hier rein. Messbecher wäre cool. Aber man kann nicht alles haben. So, und dann sind wir doch echt gut gerade vor. Und haben für die erste Folge da auch schon mal ordentlich was geschafft. Ja. Ne, und ich würde an der Stelle jetzt, glaube ich, auch die erste Folge mal beenden. Wir sind ja tatsächlich schon eine Stunde dabei. Ne? Doppelfolge hatte ich mir vorgenommen. Und da sind wir ja recht eindeutig. Oh, mal gucken, ob hier clear ist. Das machen wir noch, oder? Rödelt hier noch einer rum? Nö. Ruhe. Perfekt. Dafür noch geiler Scheiß. Alter, was ist denn mit den Frames gerade los? Na super. Hier, zerlegen, zerlegen. Das finde ich richtig gut. Und ordentlich Munition. Oh ja, das gefällt mir. Das war ein lohnenswerter Fund. Das finde ich auch richtig gut. Das lohnt sich auch wie Hulle. Rabimmel. Ja, gut, Fahrradrahmen. Ist wahrscheinlich erstmal gar nicht schlecht. Obwohl ich hier noch so viel zu erkunden habe, von daher ist es relativ wertlos. Nägel, kann ich mir gleich die ersten Schilder bauen, dass ich mich hier nicht 5000 Mal verlaufe über meinen Truhen. Den ersten Kleber. Und ja, das hat sich doch nochmal gelohnt. Feini, 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 feini. Oh, hier muss echt neuer Boden rein. Ich sehe mich hier schon irgendwie runterfallen. Bisschen Honig. Schmiedestahl finde ich auch erstmal gut. Wenn ich da auch noch nichts mit anfangen kann. Kann ich leider nicht durchsuchen. Der. Was ist denn mit den Frames, ey? Die sind so sprunghaft, nenne ich es einfach mal. Noch eine Wrench. Kann ich bald so schweißen mit. Bisschen Wasser? Nö, kein Wasser. Dann halt nicht. Gut, Alter, wie ich aber schon wieder voll bin mit irgendwelchem Scheiß. Mit irgendwelchem Mist. Die Iron Knuckles, die finde ich ja ganz cool, ne? Topf habe ich gleich, sehr schön. Ab rüber. Das weg. Aber dann kurz zwei. Ich hatte doch 11 Stück. Wo sind die gelandet? Habe ich die alle weggelegt? Egal. Die können wir zerlegen. Das kommt zu den Waffen. Waffen, Werkzeug. Das kommt sowieso ganz woanders hin. Das kommt dahin. Seht ihr? Schon geht's los. 5-mal falsch.
die Knuckles, Improved Fittings, die nehme ich mit. Ja. Und das kommt hier auch rein. So, einmal ordnen bitte. Danke. Quatsch. Hier hinten sind Lebensmittel, Steroide, Antibiotika, Schmerzmittel, Honig. Bisschen was zu futtern. Können wir eigentlich gleich mal essen. Und ein bisschen was trinken schadet wahrscheinlich auch nichts. Wahrscheinlich können wir gleich beide weghammeln. Zack. Ne, ja, man könnte jetzt sagen, ich hätte vielleicht nicht das trinken sollen. Doch, ist mir scheißegal, was ich am Anfang trinke. So wichtig ist es einfach nicht. So, hier läuft doch wie ein Länderspiel. Gut, dann vielen Dank beim Zusehen in der ersten Folge A18. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.